Für mich war es auch wichtig, anderen Leuten Signal zu geben, wenn man mit Leuten so auf Partys oder auf der Straße so beim Kaffee spricht, erzählen ja alle immer, was sie für super Projekte machen und wie toll alles läuft und Mensch, alles geil und hervorragend. Und ich habe gesagt, nee, also bei mir lief die letzten 2 Jahre ehrlich gesagt nicht alles so toll. Und siehe da, auf einmal öffnen sich mir Leute, wo ich dachte, ich kenne die eigentlich ganz gut, aber dann haben die angefangen, mir ihre Geschichten zu erzählen. Und das war dann das, was mich getragen hat. Also sozusagen zu wissen, dass es ganz vielen Leuten wie mir ähnlich geht und dass es nur keiner sich traut zu sagen. Und da kann ich mir nur an den Kopf fassen, dass die Redaktionen sagen, damit verschreckt man die Leser oder das ist ein Thema, das zieht alle so runter. Ich finde, man muss das vor allen Dingen so aufbereiten, so wie ich hier sitze, dass es nicht die Depression das Ende von allem ist, sondern dass man sich damit auseinandersetzen muss und dass danach das Leben ja wieder besser ist. Ne? Also das Schlimme ist ja, wenn man so verharrt und nicht darüber reden will oder Depressionen als so wirklich auch zu so einem Monster macht, die sie zwar sind, aber dass es ja heutzutage dafür auch eine Behandlung gibt. Und dass es wichtig ist, dass man den Leuten eine Chance gibt, die zum Beispiel mein Vater nicht hatte, aufgrund von dem gesellschaftlichen Tabu. Der war Arzt und hat sich einfach auch nicht getraut zu sagen, ich habe Depressionen und ich komme hier gar nicht mehr klar. Und daran ist er gestorben und das finde ich das Allerschlimmste. Es ist, glaube ich, auch ein Tabuthema, weil man die Antwort auf dieses Warum nicht richtig klären kann. Ne? Warum wollen Leute sterben? Aus der Geschichte heraus hat es natürlich auch mit der Religion immer was zu tun, ne? Dass Leute, die sich das Leben nehmen, als Sünder gelten. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Zeichen von Schwäche. Psychische Krankheiten sind nicht greifbar, anders als ein gebrochenes Bein, was man sieht. Es macht vielen Leuten Angst und ist deshalb ein Tabuthema. Und weil natürlich auch, glaube ich, insgeheim ganz viele Leute wissen, über was man da redet. Weil diese Momente der Einsamkeit, der Verzweiflung, der Perspektivlosigkeit, das können so viele Leute nachvollziehen und auch nachempfinden. Ich glaube, ich bin heute mehr bei mir. Für mich bleibt jeder Tag eine Herausforderung, aber ich habe mich eben immer gefragt, ich habe natürlich die Gene meiner Mutter und die meines Vaters und dadurch, dass ich meinen Vater nicht richtig kennengelernt habe, war immer eine Hälfte von mir unscharf. Ich habe mich immer so gefühlt, als wenn ich ein Puzzle wäre und ein Teil fehlt immer. Und deshalb habe ich mich auch ja, unvollständig gefühlt und es war ja auch keine Chance, dieses Puzzleteil zu finden, weil mein Vater ist tot und ich kann nicht mit ihm reden. Also ich glaube schon, dass ich viel auch überwunden habe von meinen Verlustängsten, einfach dieses Paket, was man mit sich rumträgt, dass man genau weiß, warum man wie ist und ja, das macht mich auf jeden Fall zuversichtlich für die Zukunft. Mein Vater war manisch-depressiv und hat sich das Leben genommen. Es ist lange her und ich rede nicht gern darüber. Meine ganze Familie redet irgendwie nicht gerne viel darüber. Vielleicht, weil keiner so richtig weiß, wie. Irgendwer fängt immer an zu weinen und ehe man sich versieht, ist die Stimmung im Eimer. Aber das soll nun anders werden. Zumindest habe ich es mir vorgenommen. An diesem Wochenende bin ich nicht zu Besuch, um gut zu essen oder meine Wäsche zu waschen. Es ist weder Feiertag noch hat jemand Geburtstag. Ich bin gekommen, um mich zu erinnern. Das hat sowohl persönliche als auch praktische Gründe. Ich brauche Infos für meine Abschlussarbeit, die ich in ein paar Wochen abgeben muss. Das Thema heißt Lebenslust und Lebensmüdigkeit, der Selbstmord als Kulturphänomen. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und habe keinen Schimmer, wer ich bin. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht weiß, wer mein Vater eigentlich war. Das Problem war mir vorher nicht so bewusst, aber dann ist etwas passiert. Und das war so, als hätte mir jemand ein Kübel Eiswasser ins Gesicht gekippt.